Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich in unserem Rudel, welches ich euch mal besser vorstellen möchte. Wie ging das Ganze los? Damals vor, ja, das sind jetzt schon über 10 Jahre her, war der erste Hund, der zu uns gekommen ist, der Conan. Da müssen wir allerdings dann nach unten schauen. Der ist jetzt gerade in seiner Hütte und chillt. Das ist nämlich unser ältester Hund, jetzt mit 14,5 Jahre alt. Der genießt jetzt gerade seine Ruhe. Wenn es dann ans Laufen geht, ist er natürlich wieder voll mit dabei. Allerdings wird er nur noch mit Wanderung bewegt. 14 Tage später kam dann die Laila zu uns. Das ist jetzt die kleinste in dem ganzen Laden. Sie haben wir damals aus Berlin bekommen mit, ich glaube, einem halben Jahr ungefähr. Und ja, die war dann die zweite. Da war der Kone nicht mehr allein mit den Zweien zusammen. Mit Gespannfahrerei, das war nicht so das Ideale. Da kam dann 3 Monate später dann der Prisco zu uns. Prisco, zeig dich mal. Das ist dann der Prisco. Den haben wir auch bekommen ungefähr mit einem halben Jahr. Und er hat es ziemlich schnell gecheckt, was es heißt, rechts, links, also die ganzen Kommandos, die musste man nur noch ausbilden. Der erste Hund, der vorn gelaufen ist, hat zwar eine Weile gedauert, bis ich das gecheckt habe, weil ich habe auch noch komplett angefangen mit der ganzen Sache. Aber wir haben das ziemlich schnell begriffen und dann hatte ich ein Dreier gespannt, was ziemlich cool funktioniert hat. Dann ein paar Monate später, ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, wann das war, glaube ich, so in der Sommerzeit, kam dann der Verrückte zu uns. Wo haben wir ihn? Der ist meistens hier unten. Der Helle hier, das ist der Arku. Den haben wir damals bekommen aus einer Münchner Wohnung heraus. Mit einem halben Jahr ungefähr. Also das ist der einzige richtig durchgeknallte bis zum heutigen Tag. Ich glaube, der hat die Wohnung nicht allzu oft verlassen. Und ich kenne ihn nur total durchgeknallt, total hippelig. Das Ruhige, das täuscht jetzt ein bisschen. Normalerweise ist er immer unter Strom, hat keine richtige Ruhe in sich. Schade. Und weitere Monate später, dann im Herbst, kam dann der Mike aus Augsburg zu uns. Das ist der. Der war damals 2 Jahre alt und schon hatten wir 5 Stück von euch. Ne? Das Gespann wurde somit immer größer, Prisco immer noch der einzige Leithund. Ja, und dabei sollte es eigentlich bleiben, bis dann die Laila, die Kleine, auf einmal angefangen hat, läufig zu werden. Das war das einzige Mädel bei uns im Rudel. Ich natürlich das gar nicht so richtig gecheckt. Der Argo nutzt die Stunde Gunst. Und auf einmal hatte ich dann Ende des Jahres ja wieder neue 5 Welbis. Das war dann einmal der Buck, der dann auch langsam Leithund geworden ist. Ja, Zecke weg. Einmal der Buck, der bei uns geschlüpft ist. Dann die Jenna, die bei uns geschlüpft ist. Der Cooper ist bei uns geschlüpft, der Jack. Der Jack ist bei uns geschlüpft. Ich hoffe, das sieht man so. Ich habe jetzt gar keine Referenz, was ich jetzt genau filme, also kein Bildschirm hinten dran. Und der Max. Das sind die 5, die bei uns geboren wurden, die wir auch alle behalten haben, weil wir ganz einfach die Verantwortung für die ganze Sache übernommen haben. Wir wollten zwar keinen Wurf, es ist dennoch passiert und hatten innerhalb von einem Jahr auf einmal 10 Hunde. Daraus ist dann das Geschäft entstanden, was wir jetzt betreiben mit Events. Und im Laufe der Nachfrage braucht man natürlich immer mehr Hundis. Es kann sein, dass ich mich ein bisschen in der Reihenfolge verhasst bin. Also ich würde jetzt sagen, als nächstes kam dann der Anouk. Das war damals auch ein 6 Monate alter Welpe. Das ist jetzt unser Malamut-Mischling. Ein kleiner Fratz.
eigentlich total lieber, aber auch ein nerviger Kerl, weil, na, hör mal auf. Weil sein Rumgequietsche laufend, das kann schon nerven, ist auch ein super Leithund geworden im Laufe der Zeit, weil der Back langsam Höhe gekriegt hat als Einzelner. Beziehungsweise der Prisco ist dann im Laufe der Zeit auch richtig krank geworden. Und somit war der Back der einzige Leithund dann. Dadurch, dass der Back dann auch angefangen hat rumzuspinnen, Höhe zu kriegen, mussten wir dann uns schnell was überlegen und da kam der Anouk mit dabei. Und mit dieser Erfahrung bin ich immer dabei, wenn es bloß so ein bisschen Leithundqualitäten sind, Hunde ein bisschen bei Laune zu halten, auszubilden, dass ich eine gute Auswahl habe, ja, für die Gespanne super Leithunde zu haben. Auf die einzelnen Hunde gehen wir später in einem anderen Video ein, dann machen wir für jeden Hund ein Video. Nach dem Anouk kam dann die Sammy. Gehen wir mal zu ihr runter. Sie ist jetzt stolze Höhlenbesitzerin. Ja, ab und zu ist auch die Bonnie mit dabei, aber im Großen und Ganzen ist er alleine hier. Das ist die Sammy. Und das war jetzt so ein Fall, wie es eigentlich nicht sein sollte. Sie kam, ich weiß es nicht hundertprozentig mehr, da ist auch gar nichts so richtig bekannt. Ich glaube aus der Türkei. Die Leute, die haben sie im Welpenalter komplett ausgeschlachtet, also Sammy ist ein Mädel, komplett ausgeschlachtet, was die weiblichen Organe angeht. Und somit ist sie auf diesem Stand der Entwicklung stehen geblieben. Sie benimmt sich eigentlich wie so ein kleiner Welpe ab und an mal, ist allerdings schon erwachsen, auch jetzt über 6 Jahre. Und somit hat sie auch keinen Stand im Rudel. In dem Video möchte ich auch gar nicht so großartig auf Rudel eingehen, also auf die Rudelhierarchien eingehen, weil das ein extra Thema ist, beziehungsweise halte ich mich da ein bisschen bedeckt, weil man da viel reininterpretieren kann, kann man viel Blödsinn erzählen. Aber die Sammy hat jetzt wirklich, hat sehr, sehr schwer im Rudel aufgrund dessen, weil sie einfach ausgeschlachtet wurde, was die weiblichen Organe angeht. Klar stichelt sie auch mal ein bisschen rum und provoziert, aber dennoch bekommt sie regelmäßig oder wird sie regelmäßig in die Schranken gewiesen, weil sie sich ab und an auch manchmal nicht benehmen kann. Aber trotzdem die süße kleine Schnecke, süße kleine Maus, genau zurück in deine Höhle. Supi. So, dann haben wir angefangen mit dem Prisco, weil wir nicht wussten, wie lange der noch lebt. Damals war er wirklich sehr, sehr schwer krank. Haben wir dann angefangen mit der Jenna. Das ist diese Maus, die ja bei uns geschlüpft ist. Mit dem Arco und der Leila. Haben wir die Jenna mit dem Prisco. Ihr wisst schon, gepaart, jetzt habe ich das Wort. Und daraus ist dann die Revin entstanden. Das ist hier so eine kleine süße Schnecke. Die Revin, der Whisky, dem Papa sehr, sehr ähnlich aussieht. Das ist unser kleines Riesenbaby. Richtig toller Hund. Die Akira. Na, gehen wir kurz zur Kiko noch. Das ist die Kiko. Ja. Und die Akira. Das ist jetzt unser kleines Mannsweib. Ist zwar auch eine Hündin, aber eine absolute Powerfrau hier. Yeah. Supi. Das sind alles, also die drei, die kommen richtig nach dem Prisco, nach dem Papa. Die haben einen wahnsinnigen Draht zu mir. Der Prisco war auch schon, irgendwie war eine Bindung da. Das ist sagenhaft, kann ich nicht beschreiben. Wie als ob man schon immer zusammengehört. Und das hat er völlig auf seine Welpen übertragen. Und mit der Meute komme ich persönlich am besten klar. Irgendwie stimmt es. Sie sind echt, echt lieb, total klasse. Obwohl sie auch immer wieder mal Blödsinn machen. Es gehört einfach dazu, aber das ist irgendwas anderes. Es ist echt schwer zu beschreiben. Mal die Kiko. Gut, dann waren die Knallköpfe da. Doch, Knallköpfe. Wuff, haha. Und als nächstes kam dann die Bonnie. Die Bonnie, kam im Sommer letzten Jahres zu uns. Spätsommer. Zum jetzigen Stand. Mitte 2018 ist sie jetzt ein Jahr. Gestern ein Jahr geworden, jetzt. Und das ist jetzt
unser kleines Baby, ist zwar um einiges größer wie manch anderer Hund, aber irgendwie hat sie da keine richtigen, also ist irgendwo kein richtiger Husky, ich weiß es nicht, sie benimmt sich jedenfalls atypisch eines Huskys, ist aber trotzdem eine richtig witzige, süße kleine Maus. Mit ihr kann man dann einfach andere Sachen machen und bereichert uns in diese Richtung. Hier, kleine süße Schnecke. Gut, das muss ich kurz überlegen, dass ich ja keinen vergessen habe, das wäre echt peinlich. Also den Prisco, den Mike, den Argo haben wir, Laila, Conan. Ah, als ich unweit mal euch einen Conan zeigen kann, ich blende ein Bild noch ein. Genau, dann haben wir den einen Wurf, dann haben wir den anderen Wurf. Boschke haben wir vergessen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ja gut, beim Boschke ist es ganz klar, das ist unser kleines Arschloch. Das ist Boschke. Boschke ist auch noch zwischendrin reingekommen. Haben wir damals, ich weiß nicht mehr ganz genau, mit 2 Jahren bekommen. Das ist ein absoluter Knallkopf. Bei ihm ist es ganz einfach so, er steht über den Dingen, ist sowas von sich überzeugt, dass er regelmäßig, na gut, vom Rudel hat es glaube ich schon aufgegeben, dadurch in ewig keinen Ärger mehr bekommen. Aber mit uns hat er immer mal wieder Streit, weil er in der Sphäre schwebt. Wie schon gesagt, er steht über den Dingen. Ein sehr interessanter Hund. Aber man kann ja nur wachsen und reifen mit den Hundis, wer weiß, was er einem so beibringen möchte. Das ist unsere Philosophie. So, jetzt haben wir aber alle. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Einblick gegeben in unsere Meute hier. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Und in der nächsten Zeit werden wir dann über den Rest, also über jeden Einzelnen mal ein Video machen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis bald. Ciao.